Ja, eigentlich ist schon so gut wie weg. Wir hatten noch ein paar Tage, bevor es hier wieder losging, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um ein bisschen das auch aus dem Kopf zu bekommen. Für uns lief es ja leider dann nicht so positiv. Da hatten wir schon dann die eine oder andere negative Erinnerung schon mitgenommen. Aber die Woche hat gut getan, um den Kopf noch mal frei zu bekommen, ein bisschen Abstand vom Handball zu bekommen. Und jetzt hilft es auch hier, ja, wieder neue Gesichter zu sehen und wieder voll im Training zu sein. Und deshalb ist es schon wieder komplett abgehackt. Ist mir ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Für mich ist es wichtig, wie wir uns präsentieren auf dem Spielfeld, und da gibt es sicher einiges zu bemängeln, und das gilt es aufzuarbeiten und da eine bessere Leistung zu zeigen. Was da von außen irgendwie rankommt, ist mir ehrlich gesagt egal. Ja, klar hätte man das auch gern, aber es war sehr, sehr verdient für Spanien. Wir waren erstmal in dem Spiel deutlich unterlegen, dann in der zweiten Halbzeit, und auch wenn man den ganzen Turnierverlauf, glaube ich, sieht, ist es schon verdient, dass die Spanier die Goldmedaille am Ende gewonnen haben. Es geht nur weiter zu arbeiten, und wir haben ihm aber schon auch gesagt, das Turnier ist jetzt vorbei. Du brauchst dich nicht mehr auf deinen Lorbeeren ausruhen. Ja, ich glaube, Nico sieht es nicht so gern. Er hätte lieber, glaube ich, für Dänemark. Aber wenn, dann wäre Deutschland, glaube ich, die einzige Option. Wir haben, finde ich, sehr gute Ausgangslagen in allen drei Wettbewerben, stehen in der Bundesliga auf dem ersten Tabellenplatz. Den wollen wir natürlich so lange wie möglich verteidigen. Wir haben die letzten zwei Jahre erlebt, wie, ja, was für ein wahnsinniges Gefühl es ist, die Meisterschaft zu holen. Haben da auch Erfahrung gesammelt, einfach wie man auch mit dieser Spitzenposition umzugehen hat. Und ja, diesen Platz wollen wir nicht mehr hergeben. Wissen aber auch, dass es ein langer Weg noch bis dahin wird und ein schwieriger Weg. In den anderen beiden Wettbewerben, gerade im DFB-Pokal, wollen wir natürlich erneut ins Final Four einziehen, sind jetzt noch eine Stufe davor und wollen dann einfach einen neuen Angriff auch nehmen aufs Final Four. Und in der Champions League stehen jetzt erstmal noch ein paar Gruppenspiele aus. Da gilt es jetzt für uns, die bestmögliche Ausgangsposition dann für ein Achtelfinale zu erreichen. Und da wollen wir sicher auch einen Schritt weiter gehen, als wir in den letzten Jahren gekommen sind. Ja, es kann ganz viel passieren. Also Melsungen ist zum Beispiel nicht gut in die Saison gestartet, haben sich aber dann deutlich gefangen. Also mit denen ist, glaube ich, immer noch zu rechnen. Ansonsten pirscht sich der THW Kiel sicher auch noch ein bisschen von hinten an. Die rechnen sich da auch noch Chancen aus. Ja, es ist alles, wie du sagst, sehr eng. Flensburg ist dabei, die Füchse sind dabei. Hannover ist auch dabei, die vor der Saison, glaube ich, nicht so viele Leute auf dem Zettel hatten. Ja, da wird es interessant zu sein, wie die Mannschaften mit der neuen Situation auch umgehen. Oben zu stehen jetzt, ja, vielleicht im Mehrspiel auch der Favorit zu sein. Berlin hatte jetzt mit Abgang von Peter Nenadic, glaube ich, einen herben Verlust. Da wird interessant zu sehen, wie sie das kompensieren können. Haben jetzt auch natürlich noch mit Paul Drucks einen verletzungsbedingten Ausfall. Aber das ist alles so Dinge, die um uns herum passieren. Ich glaube, für uns ist das Wichtigste, ja, wie wir uns präsentieren, dass wir unseren Weg weitergehen, und dann kann es uns fast egal sein, was die anderen machen. Ja, wir hatten unser erstes Ligaspiel in Lemgo, haben uns da, ja, über 60 Minuten wirklich auch schwer getan. Ich finde, Lemgo hat sich sehr gut verstärkt vor der Saison, gerade mit den Verpflichtung von Isa Guardiola und Fabian van Olfen, ja, haben die wirklich deutlich an Qualität dazu gewonnen, spielen eine sehr stabile Abwehr und sind, glaube ich, auch nicht zu Unrecht gut platziert in der Tabelle. Ich glaube, auf dem 9. Tabellenplatz, haben nichts mit dem Abstieg zu tun im Moment, und dabei wollen sie sicher bleiben. Das heißt für uns schon genug. Wir sind auf jeden Fall gewarnt, wollen aber natürlich zu Hause unsere Serie auch fortsetzen und da weiter gewinnen. Ja, noch nicht so mega viel. Wir wissen, dass es gegen Szeged nie so einfach ist. Wir haben dort dieses Jahr sehr gut ausgesehen. Es ist immer unangenehm, gegen die 5-1 gerade mit Kellmann vorne zu spielen. Das ist so das Einzige, was ich mit dem, woran ich bisher gedacht habe.